Hallo liebe Leute, hier bin ich, Andreas Jackel, der Fotokünstler aus Hamburg. Ich stehe auch hier im Hamburger Stadtpark. 2017 habe ich hier ausgestellt. War eine wunderbare Vernissage mit vielen, vielen Leuten bei schönstem Wetter, Samstagnachmittag. Oh, es war ein rauschendes Fest und alle waren bezaubert, begeistert von meinen Fotos. Und heute stehe ich hier mit dem Ankündigungsplakat für meine aktuelle Ausstellung, die Goldene Pracht. Und zwar in Hamburg-Bahnfeld, unweit der Fabrik Leolab, das Fotofachlabor. Ja, eigentlich sollte ich da schon ab Mitte Mai letzten Jahres meine Ausstellung eröffnen. Und jetzt, sie hängen dort, aber es ist nur sehr, sehr begrenzt Einlass, eigentlich nur für Kunden. Wie heißt das Ding? Ich glaube Click and Meet. So, das heißt, man kann da hinkommen, wenn man einen Kundenauftrag abgeben will. So, und ich zeige hier einfach mal die 8 Galerikas. Und die werden da hängen, die hängen da schon. Die habe ich im Dezember 2018 aufgenommen, im Advent. Das sind größtenteils Adventsbeleuchtungen. Und die Technik heißt Zooming. Ich drehe während einer längeren Belichtungszeit an einem Zoom-Objektiv. Ja, so kommt Bewegung in das starre Medium Fotografie. Und, hallo, seht ihr meine ersten Zuschauer hier? Wunderbar, so habe ich gern. Ich bin bezaubert. Ach so, nee. Ich habe gerade gestern eine E-Mail bekommen. Bezaubernd, lichtvoll. Kosmisch und poetisch hat eine liebe Bekannte meine Bilder genannt. Das ging mir das Herz auf und ja, Guti, also auf meine Website gucken, www.andreasjackel.de. Die werde ich demnächst in Angriff nehmen, also gleich morgen am besten. Oder www.leolab.de/aktuelles. Da wird dieses Foto und anderes auch zu sehen sein. Aber am besten live vorbeikommen, anklingeln und einen Termin vereinbaren. Und als Kunde da eine Postkarte von mir kaufen oder so. Die habe ich auch noch für nächsten Film im Petto. Ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und wir sehen uns. Ja, und da der Kameramann noch Film drauf hat, kann der doch bitte auch gleich nochmal auf die da. Ja, die sich da so halbwegs hinter dem, ich sag einfach mal gar nichts.